Es ist endlich soweit. Freunde, 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 ich habe richtig Bock. Das Paket kann man. Ich habe es euch versprochen gestern, für die, die gestern im Stream waren, nochmal Grüße gehen raus. Vielen, vielen Dank. Wir machen ein kleines Unboxing, was heißt klein? Für mich ist es schon riesig. Wir haben hier ein Mikrofon von Shure. Alles, by the way, not sponsored. Haben wir mir selbst kaufen müssen. Alle Geldbeutel geweiht. Naja, so. Wir haben das Shure SM7B. Wir haben das Uphobia UMC 404 HD von Behringer. Und wir haben den Mikrofonstand. Natürlich brauchen wir auch ein kleines Kabelchen, nicht? So, ich hoffe, ihr seht alles. Ich habe das jetzt mal so hingetrickst, sag ich mal. Und wir fangen mal an mit dem Behringer Uphobia UMC 404. Ich würde sagen, das packen wir mal hier zur Seite, dass wir hier Platz haben. Ne? So, ich bin richtig gespannt. Natürlich brauche ich jetzt ein Messer zum Unboxen, oder? Wir können hier so ein Ding hier nehmen. Machen wir ein Werbegeschenk. Ne? Beinahe. So, was haben wir denn da? Ein paar Aufkleber. Was ist das da? Kleine Box ist immer gut. Wir haben hier das Netzteil drin. Das Adapter. Und das USB-Kabel. Ich glaube, Kabel sind nicht so spannend wie die Netzadapter. Wie das hier. Und dann nehmen wir mal den Karton weg. So, sieht hier natürlich ein bisschen spektakulär. Was ist das Krepp von draußen? Das ist frisch vom Paketboden. Ich habe absolut keine Ahnung gehabt. Und das hier hat mir praktisch YouTube empfohlen. Also ich habe ein Video gefunden zu dem Ganzen, als man sich so einliest. Das guckt man ja auch ein paar Videos. Ich bin so mehr der Videogucker-Typ. Und da gibt es ja 5 Millionen Leute, die da eine Meinung dazu haben. Und einer hat mich überzeugt. Der scheint viel Ahnung zu haben. Und da habe ich gedacht, komm, der hat das, der macht das so. Was kostet das Ding? Und dann habe ich gesagt, auf geht's. Das hier soll jetzt ein Interface sein. Ich muss mich natürlich reinlesen, was das alles kann. Ich gucke mal selber drauf. Wir haben 4 Inputs. Headphones können wir auch da rausnehmen. 4 Kanäle. Eigentlich relativ einfaches Ding. Mikrofon rein. Nachher unser schönes Shure-Mikrofon geht da rein mit dem schönen Kabel. Das geht dann hier rein. Und dann per USB an unseren Rechner. Vorne, wie gesagt, 4 Innenanschlüsse, unsere Bedienung da dafür. Gain ist, glaube ich, Lautstärke. Haut mich nicht, wenn es falsch ist. Hinten haben wir nochmal 2 Outputs und ganz, ganz viele Sachen. Phantomspannung, 48 Volt Phantomspannung können wir hier hinten tatsächlich auch reinmachen. Müssen wir nachher mal zusammenbasteln und dann gucke ich mal, wie das alles funktioniert. Gibt es ja zum Glück eine Anleitung. Ja, tatsächlich werde ich dann eine Anleitung. Dann stellen wir das Behringer mal hier vorne hin. Das Kabel da dazu. Dann würde ich sagen, kommen wir zu unserem Mikrofon. Das Rode Microphones PSA 1 Studio Amp. Also, das war ja jetzt schon ganz schön teuer. Ich dachte, so ein Mikrofonarm, der kostet jetzt irgendwie, keine Ahnung, ein bisschen weniger. Aber das Ding war schon, das lag jetzt bei 77 Euro, als ich das gekauft habe. Das fand ich schon im Mikrofonarm sehr teuer, aber der Rest der Nation hat gesagt, kannst nichts anderes nehmen außer das, weil die anderen Sachen sind alle nicht so geil. So. Okay. So, was haben wir da? Oh, da haben wir schon das Gewinde. Schön auf dem Knöchel. So, was ist denn hier drin? Gucken wir mal rein. So.
Ich habe keine Ahnung. Wir haben hier irgendeinen Verschluss. Auf jeden Fall stabil. Macht zumindest einen stabilen Eindruck. Und schauen wir mal weiter, was hier sonst noch ist. Anleitung wieder. So. Was haben wir denn hier? Ach, das hier ist die Befestigung am Tisch, beziehungsweise da, wo man es dann festmachen möchte. Jetzt mal no joke. Ja, das Ding sieht doch mal wirklich stabil aus. Gut, da oben ist Plastik drauf, aber ich glaube, das ist nur die Abdeckung. Ja, das hätten sie vielleicht ein bisschen schöner machen können hier. Ja, da so, was weiß ich, so noch so ein Gummipinökel dran, dann fühlt sich das vielleicht besser, fühlt sich das vielleicht ein bisschen besser auch an. Und jetzt das Wichtigste. Attention! Spring-loaded! Ja, wenn ihr jetzt sehen wollt, wie das Ding in die Fresse springt, die Chance ist nicht so klein, wie ihr denkt. Das ist mein erstes Unboxing hier auf jeden Fall. Für unseren Kanal hier, von unserem Twitch-Kanal. Dann machen wir das Ding mal auf. Das ist das Entgegensprung. Hier vorne kommt dann das Mikro dran. Wollen wir das aufmachen? Komm, das machen wir jetzt auf. Caution. Spring-loaded. So heavy spring-loaded ist das jetzt nicht. Ne? Also, okay. War das doch mehr spring-loaded, als ich dachte, ne? Also, da musste schon... Ja, die Feder hat ein bisschen was drauf. So ist das nicht. Geile Sache. Oder? Gut, das Mikrofon haben, ne? Brauchen wir jetzt auch nicht hier irgendwie... meint, dass es überragend ist. Und dann kommen wir zu unserem Hauptteil hier. Ne? Welchen Thumbnail wäre es das jetzt gewesen eben? Stellen wir das mal hin und dann... Ich könnte die Soundeffekte auch im Nachhinein einfügen, aber ihr wisst ja, wie es ist, ne? Oh! Ja, das ist ja... Das ist ja echt größer, als ich dachte. Jo, und wie heavy ist das Ding denn bitte? Das ist ja wild. Das ist ja schon geil, ne? So, jetzt haben wir hier noch so eine Kappe drin. Ne? Das ist die Kappe, die kommt hier hinten drauf. So, damit keiner deine Einstellung rumfummeln kann. Wir haben hier noch hier ist der andere Mikrofon-Pop. Der andere Pop-Schutz. Nehmen wir auch mal kurz eben raus. Zeigen wir das Ding mal. Ein bisschen größer als das andere, aber das werden wir wahrscheinlich nicht benutzen. Das hier reicht, wir sind ja indoor. Ne? Wunderbar! Haben wir hier ein kleines Unboxing. Jetzt werden wir das ganze Ding zusammenbasteln und ihr werdet das dann schon sehen, weil wir sind ja live und ihr seht das hier im Nachhinein. Deswegen, Freunde, weiter geht's mit dem Stream. Schönen Dank, dass ihr dabei seid. Wir sehen uns. Wir sehen uns. Wir sehen uns jetzt. Also, hier, umschalten. Zukunftsnico. Danke.